Auf geht's, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Tooie. Als wir das letzte Mal hier waren, da hatten wir nicht mal die 55 Puzzlos, jetzt sind wir bei 90. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben alles geschafft. Allein schon dadurch, dass wir alle Jinjos rangeholt haben, haben wir eine Menge Puzzlos bekommen und dann natürlich auch noch in den letzten beiden Gebieten plus das, was wir nachgeholt haben. Wir werden jetzt die letzten Aufgaben lösen. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ich bin's auch. Ups, daneben. Nee, hoch, Mensch. Oh, so hoch auch nicht. Das klappt alles nicht so, wie ich das will. Okay, daneben. So, das kommt damit hin. Das kommt in die Ecke. Das in die Ecke. Das darf hier hin. Hervorragend, läuft doch. Bin auch am Anfang ein bisschen holprig, aber mittlerweile sehr, sehr gut. Sind wir wunderbar dabei. Banjo hängt sich da irgendwo hin. Keine Ahnung, wo der da hängt. Freut mich. Ah, er hat Puzzlos Aufgabe 9 gelöst. Nun wird er ihm den Weg weisen. Puzzlos Tempel. Siehe die Macht des gewaltigen Puzzlo. Rums, Bums, aus die Maus. Sehr schön. Er ist in der Tat der Auserwählte. Er hat sogar genug Puzzlos. Für Puzzlos Aufgabe 10. Wie viele braucht man? 70. Das ist ein deutlicher Sprung. 15 weitere Puzzlos. Aber ist klar, wenn man mit der letzten Aufgabe durch ist, muss das ja so sein. So, mal sehen, was wir hier mit freischalten. Letzte Aufgabe. Dort sind alle Puzzleteile natürlich neu einzufügen. Sehr schön. Läuft, würde ich sagen. Sogar besser als eben. Auch nicht schlecht. Nee, daneben. So. Na, komm schon. So. Und geschafft. Er hat Puzzlos Aufgabe 10 gelöst. Nun wird er ihm den Weg weisen. Das, meine Lieben, war die letzte große Aufgabe von Meister Puzzlo. Er hat zwar noch weitere Aufgaben, aber jetzt geht es dann nur noch um das reine Spielvergnügen. Siehe die Macht des gewaltigen Puzzlo. Sowieso. Hexenkessel Kerker. Oh, eine Teleportationsplatte, als wäre das ein extra Gebiet für sich. Und das ist es. Wunderschön. Hervorragend. Er hat sich als höchst würdig erwiesen. Denn alle Türen sind geöffnet. Eine ganz besondere Aufgabe erwartet ihn jetzt. Sie hat keine Belohnung und ist dennoch die größte Prüfung von allen. Drücke er B, wenn er einzutreten bereit ist. Jetzt geht es darum, noch ein bisschen Spaß zu haben. Ja gut, wir spielen einfach mal so. Jetzt müssen wir auch die Puzzleteile drehen. Siehe die gigantisch schwere Aufgabe. Nun drücke er den rechten Stick nach links oder rechts, um die Stücke zu drehen. Ich erwarte seine schnellste Zeit. Ja, die erwarte ich auch. Aber nicht immer ist das so einfach. So, unten. Ah. Ja, wenn das mal so einfach wäre. Aber
tatsächlich ist es das gar nicht mal. So ist das Eckstück. Ja, ganz ruhig. Eins nach dem anderen, der wird das schon. Es gibt ja immerhin keine Belohnung. Das ist wirklich nur aus Spaß an der Freude. So. Pustastisch, posantisch. Ich verkünde hiermit, dass mit 85 Sekunden die Rekordzeit aufgestellt wurde. Du bist wahrlich der Auserwählte. Gut, wir haben die Aufgabe gelöst, könnten jetzt natürlich auch noch weiter für irgendwelche Rekorde sorgen. Aber das ist völliger Blödsinn. Das brauchen wir nicht. Das haben wir nicht nötig. Wir haben Wichtigeres zu tun. Wir bewegen uns jetzt noch einmal ins Sumpfgebiet. Nie wieder müssen wir hier überall her. Und von hier aus geht es ab nach oben. Die Plip-Plop-Schuhe hatten wir schon erlernt, wo auch immer die jetzt wieder hin sind. Waren die hier vorne bei der Grunte GmbH? Ne, da sind sie nicht. Ehrlich jetzt, wo sind die Plip-Plop-Schuhe? Ach, da oben. Ne, da sind wir hergekommen. Kam auch der Bohrer her. Da sind die Plip-Plop-Schuhe. Okay. Dankeschön. Das ist ein relativ weiter Weg, den wir jetzt hinter uns legen müssen. Zurücklegen müssen. Und geschafft. Wir sind oben. Hier können wir auch gleich die Platte fertig machen, sodass wir jederzeit hochklettern können ohne Plop-Schuhe. Das ist ganz praktisch, dann kommen wir jederzeit hier hoch. Sehr nice. Und wir gehen durch das Tor. Es ist soweit, meine Lieben. Wir sind am Ende. Wir haben eine Teleportationsplatte freigeschaltet. Es gibt hier nichts Großartiges zu sammeln. Banjo wird sich einfach mal hier rüber bewegen und auf seine Platte stellen. Kazooie segelt rüber und stellt sich auf ihre Platte. Und damit haben wir zumindest schon mal die Klappe aufgemacht. Jetzt müssen wir noch die Laserstrahlen loswerden. Dafür laufen wir einmal rum. Hier ist der BOB-Eingang. Du bist kein echter Jinjo. Wir haben alle Jinjos. Und hier müssen wir uns zusammen raufstellen. So, mein Freund. Tschüssi. Ich brauche dich nicht mehr. Und wir kommen nun zu einem alten Bekannten, meine Lieben. Ein letztes Mal. Hey, Kazooie. Es scheint niemand hier zu sein. Und ob, die Musik hat sich geändert. Immer wenn das passiert, endet das mit einem Kampf. Ja, Klungomuff, Herren Grunte, Fluff verteidigen. Klungo, Diener in einer Berufskrise. Lernst du es denn nie? Klungo klug, hat viel gelernt, hat neuen Trank. Ist er so nutzlos wie all die anderen? Ja, Klungo denkt nicht, Muff dieses Mal gewinnen. Sonst, Herren, verfüttert mich an Monster. Ja, jetzt richtiger Klungo, hahaha.
Treffer. Ah, jetzt schießt er sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Treffer. Gut, den richtigen Klungo herauszufinden ist jetzt nicht das Problem. Ah, er ist der richtige. Treffer. Das war's. Na, Klungo stellt etwas fest. Nach Kämpfen mit Bär und Vogel. Und das wäre? Schnüff. Klungo wird immer höflicher. Frau Klungo mag jetzt nicht mehr. Klungo hat genug. Mit Herrn Grundy sieht die Zukunft nicht rufig aus. Keine Aufsicht auf Beförderung, keine Freizeit, keine Bezahlung. Klungo sucht sich jetzt einfach Freizeitjob. Vielleicht findet er irgendwas. Schön. Also wir haben Klungo besiegt. Wir brauchen ihn jetzt nicht mehr noch einmal zu besiegen. Wir sind komplett durch und müssen uns von hier aus jetzt dadurch bewegen. Meine Lieben, es ist soweit. Tower of Tragedy. Tragödienturm-Quiz. Wieder mal gibt es ein Quiz. Danke, vielen Dank. Ich bin Grunty, eure Gastgeberin. Herzlich willkommen zu meinem Tragödienturm-Quiz. Dann erkläre ich euch erst einmal die Regeln. Wer in den 3 Runden mit Fragen zum Allgemeinwissen die niedrigste Punktzahl erreicht, wird eliminiert. Richtige Antworten zählen 2 Punkte. Wird eine falsche beantwortet? Eine beantwortete Frage eines Mitstreiters von einem anderen richtig beantwortet, erhält man dafür 1 Punkt. Eine falsche Antwort gibt 2 Punkte Abzug. Drückt X, um den Summer zu betätigen. Und A, wenn ihr antworten könnt. Kommen wir also zu unseren heutigen Opfern. Ich meine, natürlich Kandidaten oder Wettstreitern. Zur Linken begrüßen wir meine hirnreißende, schlanke Schwester, Mingela. Zur Rechten sehen wir meine liebliche, wohlgeformte Schwester, Blobbelda. Und in der Mitte irgendein lausiger Bär namens Banjo. Ene mene mu. Beginnen wir mit Runde 1. Welche Farbe hatte das Jinjo-Haus, das niedergewalzt wurde? Du Besserwisser. Genau, es war grau. Was brauchte der nette Ugelbugel im Pterodactylus-Land? Essen und Wärme, Essen und Trinken, nein, Essen und Wärme. Ah, okay. Hier ist eine Szene aus dem Spiel. Steinhagelgipfel. Lass ich gelten. Was sieht man im Hintergrund des Quiz-Logos dort drüben an der Wand? Den Waffenturm, mich und meine Schwester, einen Blitzschlag. Verdammt, ich wusste es nicht. Dummkopf, ein anderer. Mich und meine Schwester? War auch höchste Zeit. Hier ist eine Szene aus dem Spiel. Ja, toll. Das hätte ich auch gewusst. Gut geraten. Ich dachte, es geht um das, was da steht. Was sollte Boggy möglichst getan haben, wenn seine Frau... das Essen im Ofen, ja toll. Woher wusste die Alte das denn? Woran litt der Pirat in Jollys Spelunke? Er war seekrank. Du Besserwisser. Hier ist eine Szene aus dem Spiel. Gilberta, grün, gelb. Was? Der Helm wahrscheinlich. Na gut. Wie schwer ist das Gewicht über euren blöden Köpfen? 1 Tonne. Lass ich gelten. Was findet man in Wolkenwonneland? Ein Kanarienvogel. Nicht schlecht. Also bei 10 Punkten. Wo wohnt der Schamane Mumbo Jumbo? In einem Schädel. Gut geraten. Na, es war nicht geraten.
Seht auf den Bildschirm. Antikes Killer-Alien, langbärtiges Kamel, großer böser Dino. Ah, verdammt. Was gibt es dort nicht? Und das wäre das antike Killer-Alien. Denn wir haben sowohl den großen bösen Dino als auch das langbärtige Kamel. Ich will nochmal. Ist der Summer defekt? Seht auf den Bildschirm. Wolkenwonneland. Ah, okay. Wie heißt der Bruder des Drachen-Endgegners? Erik Eis. Du Besserwisser! Schaut euch diese Szene an! Bottles Haus? Goldbarrenbill Bottles. Ja. Oh. Du Besserwisser! Welche Disziplin wird vom Athleten im Wolkenwonneland nicht praktiziert? Weitsprung. Na gut. Runde 1 ist beendet. Schwesterchen Mingela hat offenbar einen neuen Rekord an Dämlichkeit aufgestellt. Mit dem hoffnungslosen Punktestand von 3. Und tschüss, Mingi. Okay, Runde 1 ist raus. Matsch bist du. Zeit für Runde 2. Hier ist eine Szene aus dem Spiel. Hex Park 7, 8, 9, was? 8. Verdammt, ich wusste nicht, worum es geht. Doofkopf, ein anderer. Wie viele weiße Lichter waren? Oh, verdammt. Arsgeier. Schaut euch diese Szene an. Blau. Gut geraten. Wie viele Steinballtrainer beraten dich im Maiaus-Tempel? 3. Ah, okay. Welches Werkzeug greift Banjo in der Mine an? Eine Schaufel. Lass ich gelten. Seht auf den Bildschirm. Runde GmbH. Grün und rot, gelb. Du Besserwisser, es ging wahrscheinlich um die Propeller. Wer lauerte im Heizkessel des Zuges in der Klunkerkluft-Mine Brichetto Blanco? Ja, das hätte ich auch gewusst. Blöde Kuh. Na gut. In wie viele unterschiedliche Größen kann sich Banjo als Schneeball rollen? Oh, in 5. Oh, die Alte schnell. Hm, okay. Welches Problem hat Tigler, der Schmelztiegel? Sie sieht schlecht, genau. Sehschwäche. Nicht schlecht. Hier ist eine Szene aus dem Spiel. Hex Park 24, 27, 22. Es ging wahrscheinlich um die Sterne. Wie viele Sterne, ne? Ja, das war so klar. Die habe ich nicht gezählt. Sorry. Naja, das war 50-50. Was ist ungewöhnlich an Mumbo Schädelhaus in Jolly... Was ist denn los mit der Alten? Welche Marke steht auf der Flasche in der Mülltonne des Wolkenwonnelands? Jolly's Juice, Wumbos Wasser. Jolly's Juice. Lass dich gelten. Wie viele Eintrittskarten braucht man für das Großzelt? 4. Gut geraten. Wie wird Marengi Django? Schäbiger Schamanenimitator, fieser Meister der Verkleidung, mieser Pseudomumbo. Ja, oh, gerade so. Zeit war fast um. Welches Problem hat der Dinosaurier, der in dem See... Kopfweh, Bauchkrämpfe, Halsschmerzen? Oh, ich weiß es nicht mehr. Was war denn das?